Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Whovians, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt, denn ich habe euch heute wieder ein Mediabook mit den klassischen Abenteuer des Doktors mitgebracht. Und wenn ihr jetzt fragt, Doktor wer, dann lautet die Antwort genau. Der Doktor, beziehungsweise hier der zweite Doktor, gespielt von Patrick Thornton. Und es handelt sich hierbei um die Storyline, die Seeds of Death, beziehungsweise zu Deutsch die Saat des Todes. Die lief damals im Jahr 1969 im Rahmen der sechsten Staffel. Es ist die 48. Storyline und sie besteht aus 6 halbstündigen Episoden. Wobei halbstündig, ja, nicht ganz halbstündig. So, diese Storyline erscheint im limitierten Mediabook von Polyband im Vertrieb der WVG Medien GmbH und zwar am 28. Oktober 2022. Und ja, wir schauen uns das Mediabook jetzt mal an und sehen auch, was da drin ist. Zu der Storyline kann ich leider noch gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich die mal gesehen habe. Ich glaube ja, aber meine Erinnerung geht quasi gegen null. So, ja, die Storyline erscheint hier zum allerersten Mal deutsch synchronisiert. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass wir hier auch wieder eine hervorragende Synchronisation haben. Wir haben ja in der letzten Zeit viele klassische Abenteuer mit den alten Darstellern bekommen, die es bisher nicht auf Deutsch gab. Und ich freue mich über jede einzelne. Und auch, dass die im Mediabook rauskommen, finde ich persönlich als Mediabook-Fan ganz toll. So, wir haben hier den FSK-Flatschen freigegeben, ist diese Story ab 12. Der befindet sich auf der Einschweißfolie und wandert mit derselben in den Müll. So, dann haben wir hier das Mediabook. Das ist so, ja, hochglänzend und hinten das Vorlageblatt ist leider mit einem Klebepopel befestigt. In der Mitte nämlich genau hier. Man kann es sogar so ein bisschen durchscheinen sehen, aber ich denke, dass das problemlos weggeht. Ich hoffe es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, der hält sich aber fest. Also hoffentlich haut mir das hier keine Delle rein. Meine Güte, ist das... Also, das ist ja... Boah, doch, oder? Jawohl, jawohl, da haben wir es schon. Hier, da haben wir es. Hier haben wir, kann man, wenn ich die Beleuchtung richtig halte, sehen wir, hier hat es eine Delle in die Lackierung gehauen. Ich könnte kotzen. Gut, hier, dieser winzige kleine Penner hier hat eine Delle. Das ist, boah, ey, das ist so richtig fest. Hier, seht, boah. Da, also warum haut es nicht direkt mit Sekundenkleber drauf? Jetzt mal ganz im Ernst. Legt das Ding drauf, Einschweißfolie drum und fertig. Ja, naja, gut. So, Collectors Edition Mediabook. Der zweite Doktor kämpft gegen die Eiskrieger. Eiskrieger, ja, die hatten wir ja auch in der neuen Serie schon häufiger dabei. Hier haben wir also eine kleine Inhaltsangabe. Dann haben wir hier das Bonusmaterial, dann hier ein paar Bilder aus der Serie, dann haben wir hier unten die Credits und die Produktspezifikationen. Es handelt sich hierbei um ein Kombipaket bestehend aus Blu-ray und DVD. Das stand hier vorne, ja, hier hinten steht es auch nochmal drauf. Und ja, das hier sind die Produktspezifikationen. Auf der Rückseite haben wir nichts. Jetzt schauen wir uns mal das Artwork etwas genauer an. Vorne drauf haben wir Doctor Who, der zweite Doktor, die Saat des Todes. Und dann hier, ja, ein schön zusammengesetztes Artwork. Habe ich auch schon schönere gesehen, aber schlecht ist es nicht. Wir haben hier oben die Eiskrieger, dann haben wir hier den Doktor und ja, ein paar von den Nebenfiguren. Hinten drauf haben wir ebenfalls die Eiskrieger, dann hier die Erde und den Mond. Das sind die beiden Schauplätze dieses Serials und hier unten die Limitierungsnummer. Und im Gegensatz zu den Mediabooks von Pandastorm habe ich hier auch eins, haben wir hier nicht nur die Limitierungsnummer, hier ist die Limitierungsnummer ohne
Anzahl. Hier haben wir aber die Limitierungsnummer mit einer Gesamtauflage. Das heißt, wir können hier sehen, wie viele es insgesamt gibt. Das hier ist die Nummer 1039 von 1500. Auf dem Spine haben wir ebenfalls den aktuellen Schriftzug, dann hier BBC, unten haben wir drauf den Polyband, Blu-ray Disc, DVD, oben nochmal den Doktor, damit wir wissen, mit welchem Doktor wir es zu tun haben. Und das passt auch wunderbar zu den anderen Veröffentlichungen aus dem Hause Polyband. Schaut also wirklich gut aus. Allerdings, wenn wir jetzt mal die von Pandastorm noch dazu holen, dann ja, sehen wir, es ist eben nicht mehr einheitlich. Gut, es sind jetzt verschiedene Publisher. Da könnte man sagen, okay, ja, dass die nicht den einheitlichen Look haben. Okay, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Also ich finde das jetzt nicht so ganz optimal. Schöner hätte ich es gefunden, wenn man das irgendwie so gemacht hätte, dass es einheitlich ist. Aber gut, da müsste man sich ja absprechen. Und das wollen wir. Wir wollen den Leuten ja nun wirklich nicht zu viel zumuten. So, was mir auch direkt auffällt, ist, dass dieses Mediabook hier ein bisschen fimschig ist. Es ist also ja, sehr viel Bewegung drin. Ihr seht das hier und das hakt auch schon. Und hier hier ist auch Bewegung. Das hatte das hier auch schon. Hier ist es sogar noch schlimmer. Also gut, jetzt weiß ich nicht, ob das, weil es älter ist oder naja, auf jeden Fall qualitativ muss ich sagen, sind die Mediabooks von Pandastorm deutlich besser. Mir gefällt auch dieses Artwork hier. Ich meine, das ist ja auch eine Fotokollage, aber das hier gefällt mir irgendwie besser. Also, ja, das ist Geschmackssache. Ja, aber hier, da ist nicht so viel Bewegung drin und die wirken auch alles in allem deutlich robuster, stabiler, sind auch massiver. Also, ja, gut. Naja, gut, wollen wir mal nicht rummosern hier, sondern angucken, was wir haben. So, wir haben hier vorne drin liegen Disc 1. Dabei handelt es sich um eine Blu-ray. Und hinten haben wir drin liegen Disc 2. Auch das ist eine, nein, das ist eine DVD. Hier haben wir Disc 2, das ist eine DVD. Und hier Disc 3. Auch das ist eine DVD. So, ich tippe jetzt einfach mal, dass auf diesen beiden DVDs das gleiche drauf ist wie auf dieser Blu-ray. Das heißt, dass man da quasi das aus Platzgründen auf zwei DVDs verteilt hat. Wir haben hier auch einen farbigen Innendruck, der durchgeht. Finde ich ziemlich cool, finde ich schön. Und da sehen wir auch direkt, dass das Booklet schön in der Mitte verheftet ist. Aber auch da sehen wir schon, wie fimschig das Ganze ist. Es ist also alles sehr, sehr. Naja, ich weiß nicht. Gut, man kann es sicherlich brauchen, aber naja, gut. Wollen wir, wie gesagt, nicht groß weiter mosern, sondern einfach gucken. So, auch hier diese Befestigung mit diesen Klammern halte ich persönlich für nicht ganz optimal, weil die mir gerne mal rausbrechen. Aber gut, hier macht es ja den Anschein, als würde es noch halten. So, und dann schauen wir uns das mal an. Das hält auch ganz gut, also hält wirklich gut. Das ist gut verarbeitet. Hier haben wir kein Spiel oder was. Das ist also auf jeden Fall schon mal positiv. So, und dann schauen wir uns jetzt mal das Booklet mit Fakten und Hintergründen an, das, ach du Liebe, das ziemlich groß geschrieben ist. Also das ist prima, das kann ich sogar ohne Brille lesen. Über die allzu rasche Rückkehr der Krieger vom Mars auf dem Bildschirm. Ja, also es geht hier wohl um die Eiskrieger. Ja, klar, um was soll es denn auch sonst gehen? Ja, man könnte jetzt natürlich auch noch ein bisschen, aber ich weiß ja nicht, was hier steht. Ich blätter das jetzt ja zum ersten Mal mit euch durch. So, dann haben wir hier, wo die Eiskriege überall aufgetreten sind bisher. Ja, so, ach, ich sehe gerade, so oft war das gar nicht in der neuen Serie oder seit dem Restart, sagen wir mal. Das war bisher erst einmal. Naja, gut, okay. Ich hatte das Gefühl, es wäre öfter der Fall gewesen, aber offenbar nicht. So, was auffällt, ist, dass hier sehr viel Text drin ist. Gut, sehr viel Text, aber auch sehr groß geschrieben, aber das Verhältnis von Text zu Bildern ist wirklich super. Also vorausgesetzt, man will Text haben. Ich persönlich freue mich immer über Text, weil Bilder sehe ich in der Serie ja genug. Und wenn das immer nur hier so ein bisschen rein ist, dann vertrage ich auch, wenn das Bilder aus der laufenden Serie sind. So. Ja, nicht schlecht. Hier noch eine kurze Inhaltsangabe und hier das scheint, nee, Jamie. Ja,
Schön, schön. Ah, wussten Sie schon das? Ja, das liebe ich ja immer. Sowas finde ich ganz toll, wenn hier noch so Hintergrundinformationen zur Serie mit dabei sind. Das finde ich immer ganz toll. Bin ja so ein kleiner Klugscheißer und sowas sauge ich auf wie ein Schwamm. Ja, das ist es also, das Mediabook zum Abenteuer des zweiten Doktors, die Saat des Todes. Wie gesagt, erhältlich ab dem 28. Oktober 2022. Ich freue mich drauf. Natürlich komplett deutsch synchronisiert. Das ist wichtig, dass ihr das wisst, weil, wie gesagt, gab es ja bisher noch nicht. In diesem Fall, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gern den Daumen da, lasst mir gern ein Abo da, schreibt mir gerne unten die Kommentare voll. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt geil, seid schlau, schaut blau und bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer.